Religionswissenschaftlerin, Historikerin, Sprachgenie und Hüterin eines unglaublichen Wissensschatzes, den sie gerne mit anderen Menschen teilte. Das alles war Ruth Lapid. Am 30. August 2022 ist sie, ein über Jahrzehnte geschätzter Teil von Bibel-TV, im Alter von 93 Jahren verstorben. Als Zeitzeugin des Dritten Reiches erlebte sie den Holocaust, sicherlich das dunkelste Kapitel in ihrem Leben. Ich habe keine Kindheit gehabt, ich habe keine Jugend gehabt. Und wie ich schon sagte, ich danke Gott dafür, dass ich so überlebt habe mit Mangel und Entbehrungen. Nach einer schweren Kindheit gelang ihr die Flucht nach Palästina. In Jerusalem studierte sie Politik, Geschichte und Judaistik. Die Entstehung des Christentums innerhalb des Judentums interessierte sie dabei besonders. Seitdem setzte sie sich zusammen mit ihrem Ehemann Pinchas Lapid, den sie Anfang der 50er Jahre kennenlernte, für die Versöhnung von Juden und Christen ein. Das Ehepaar einte der gemeinsame Auftrag, die Verständigung zwischen Deutschland und Israel zu fördern. Auch war es ihnen ein Herzensanliegen, eine Annäherung der drei großen Weltreligionen, Judentum, Christentum und Islam, zu schaffen. In den 70er Jahren kehrten beide zurück nach Deutschland, in das Land, aus dem sie vor vielen Jahrzehnten vertrieben worden waren. Und sie sollten mir sozusagen Danke sagen oder seelisch Danke sagen, dass wir uns für Deutschland entschlossen haben, weil wir dachten, hier ist das geschehen, hier war die Wurzel des Übels, hier soll man verkündigen, hier soll man den Leuten erzählen, auf dass sie weitererzählen. Als Lehrbeauftragte und Autoren gaben Ruth und Pinchas Lapid, die beiden hochgeschätzten und anerkannten Wissenschaftler, ihr Wissen an unzählige Menschen weiter. Für ihr Engagement wurde Ruth Lapid mit unterschiedlichen Auszeichnungen geehrt. Sie erhielt unter anderem die Ehrenplakette der Stadt Frankfurt, das Bundesverdienstkreuz sowie den Hessischen Verdienstorden am Bande. Im Fernsehen wurde sie zunächst durch zahlreiche Interviews beim Bayerischen Rundfunk und später dann auch auf Bibel-TV bekannt. Im ersten Jahr kriegte ich einen Anruf von einem guten Freund. Und er sagte, die Ruth Lapid hätte so viel zu sagen für einen Sender wie Bibel-TV, ob ich nicht ein Interview mit ihr machen wollte. Und dann habe ich sie eingeladen nach Hamburg, damals noch in ein angemietetes Studio. Und dann haben wir das erste Interview gemacht, das war noch von beiden Seiten etwas zurückhaltend. Und dann haben wir das zweite und dann haben wir das dritte gemacht. Und daraus ergab sich dann diese Sendereihe. Es war eine sehr interessante und schöne Zusammenarbeit, wenn wir auch manchmal vor der Kamera sie mich nicht geschont hat und sie mich manchmal ganz klein gemacht hat. Aber das machte nichts, es war wichtig und es kam gut an. In über 100 Sendungen diskutierte die jüdische Religionswissenschaftlerin mit dem damaligen Bibel-TV-Geschäftsführer Henning Röhl über die Bibel aus jüdischer Sicht. Immer schlagfertig und nie um eine Antwort verlegen. AT reden wir ja nicht, wir haben ja gelernt, das heißt hebräische richtig, Bibel und das Neue richtig. Testament. Richtig, also die Bibel ist so ein bisschen rumgeeiert. Ja, rumgeeiert, das wollen wir ja noch nicht. Ne? Das ist ja das, was sie nicht tun. Ja. Ihre Erfahrungen haben Ruth Lapid stark geprägt und machten den Umgang mit ihr nicht immer einfach. Mit ihrer forschen und durchsetzungsstarken Art gewann sie die Sympathien vieler Zuschauer. In ihrer Sendung am Montagvormittag spricht Frau Professor Ruth Lapid. Sie ist eine gescheite, engagierte Jüdin, die sehr lebendig viel zu erzählen hat. Ihren netten, geduldigen Gesprächspartner lässt in ihrer übersprudenden Art manchmal gar nicht zu Wort kommen. Das ist doch deshalb Irrtum. Rede ich am Anfang Irrtum. Immer so lange, damit ich auch mal zu Wort komme. Wollen wir das mal spielen? Schlagen Sie mich mal, Sie. Ich denke jetzt überhaupt nicht, dran, Sie zu doch, schlagen. Doch, das wollen wir demonstrieren. Nein, verbal. Nein. Jetzt aber ganz lang. Nee, können Sie nicht, das nicht. Wissen, sind Sie Meschugge? Ist das meine rechte Backe? Man nee. Kann nicht, man kann, so. Einen Mensch, die vor, man kann eine Person, die vor Stimmt. Ihnen steht, nicht auf die rechte Backe schlagen. Unbestritten war sie mit ihrer Persönlichkeit eines der prägendsten Gesichter im Programm von Bibel-TV. Sendungen mit ihr waren stets ein besonderes Ereignis. Spannend, unterhaltsam, leidenschaftlich und immer mit viel Inhalt. Wir könnten viel mehr miteinander darüber reden, viel mehr dazu beitragen, dass diese Welt, diese schöne Erde, stückchenweise ein bisschen besser wird, ein bisschen näher dem Alten Testament, das auch die Tora von Jesus war. Mit Ruth Lapid verlieren wir als Sender, Mitarbeitende, Zuschauerinnen und Zuschauer eine herausragende und einzigartige Religionswissenschaftlerin. Eine der wesentlichen
Begegnungen meines relativ langen Lebens, in dem ich ja eine Menge auch von interessanten Personen gesehen habe, aber kaum eine, mit der ich so intensiv mich ausgetauscht habe oder vielleicht, muss ich besser sagen, zugehört habe, wie mit Ruth Lapid. Was bleibt, sind ihre Bücher und Fernsehsendungen, mit denen sie auch zukünftig viele Menschen mit ihrem profunden Bibelwissen bereichern wird. Wir danken Gott für das, was er durch Ruth Lapid gewirkt hat.